gonna take on the world. Nächste Frage der Reitschuster. Wenn Blicke töten könnten, sehen Sie sich an, wie Herr Wieler hier Herrn Lauterbach auf der Bundespressekonferenz ins Visier nimmt. Ich lasse das jetzt einfach mal kurz laufen. Schutzmaßnahmen, Ausnahmeverordnung noch einmal anpassen in Bezug auf die Isolationsfreitestung. Weil bei der hohen Prävalenz, das wird Kollege Wieler bestätigen wollen, je höher die Prävalenz ist, desto größer ist der Wert eines positiven, also Antigentests. Das haben wir hier zum ersten Mal eingesetzt. Das ist zum ersten Mal so genutzt worden. Und wo sind wir derzeit? Auf der Bundespressekonferenz sind wir in Berlin. Ich glaube, wir haben derzeit die Omikron-Welle in Deutschland gut in der Kontrolle. Das ist eine Welle, für die gilt, dass man die Welle selbst, die pandemische Welle, nicht kontrollieren kann. Man kann die Welle nicht kontrollieren, aber man hat sie unter Kontrolle. Klingt doch irgendwie logisch. Man kann aber die Folgen kontrollieren. Ach so. Und das ist unser Ziel. Die Centers of Disease Control haben jetzt noch einmal ausgewertet, dass das Risiko zu sterben durch die Boosterimpfung im Vergleich zum ungeimpften Status 99% sinkt. Ich habe das auch gelesen. Ich wäre zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen. Und zwar, dass auch bei Ungeimpften die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, nicht stirbt, dass die bei 99,9 noch etwas Prozent ist. Wie man das dann so umrechnet unter diesen Minimalwahrscheinlichkeiten, dass hier das 99,9 ist, das ist mir immer noch ein Rätsel. Aber ich bin kein Mathematiker und auch kein Epidemiologe. Und darum glauben wir das einfach mal Herrn Lauterbach. 99% wird das Risiko gesenkt. Wir wissen genau, wo wir hinwollen. Hört, hört, wohin denn? In die nächste Welle? Wir trotzen auch dieser Welle. Wir trotzen der Welle. Was für eine Sprache. Wir trotzen der Natur. Auch sie wird vorbeigehen. Und bis dahin halten wir bitte weiter unsere Kontakte gering. Ja, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass die Wellen vorbeigingen und dann plötzlich die nächste Welle kommt. Vermeiden wir Menschenansammlungen. Tragen wir Maske. Und zwar eng anliegend über Mund und Nase. Vielleicht noch mal eine kurze Vorführung und vielleicht auch Ratschläge für andere Bereiche, wo man ja schon uns gesagt hat, was wir an Silvester essen sollen. Vielleicht noch Tipps zum Stuhlgang, Herr Wieler. Und lüften wir uns regelmäßig, wenn wir mit mehreren Menschen zusammen in einem Innenraum sind. Tobias Schmidt von der Neuen Osnabrücker Zeitung fragt, Frage richtet sich auch an den Minister, Kinderärzte warnen, dass Quarantäne und geschlossene Kita-Gruppen für Kinder viel schädlicher seien als Corona, schreibt er. Macht es Ihnen Sorge, dass trotzdem wieder massenhaft Schul- und Kita-Kinder nach Hause geschickt werden und in Berlin die Präsenzpflicht ausgesetzt worden ist? Ich finde es schwierig, wenn man so etwas gegeneinander rechnet. Wie bitte schwierig, nur darum geht es doch. Die Medizin darf nicht schädlicher sein als die Krankheit, Herr Minister. Das ist Ihre Aufgabe, das gegeneinander zu rechnen. Das schwierig zu finden, ist eine Verhöhnung, insbesondere der Kinder hier in diesem Fall. Also wenn man sagt, der Präsenzunterricht fällt aus, die Kinder nehmen schwere Schäden. Ich glaube, auch als betroffener Vater, dass es sehr davon abhängt, wie das Ganze organisiert ist, ob es Hybridunterricht ist, ob die Kinder mitgenommen werden und so weiter und so fort. Auch das halte ich für eine sehr gewagte Aussage, so zu tun, als sei Fernunterricht im Zweifelsfall gleichwertig mit dem normalen Unterricht. Spricht in meinen Augen nicht sehr für die soziale Kompetenz des Ministers. Vielleicht war es bei ihm so in der Kindheit, vielleicht war er froh, wenn er nicht in die Klasse musste. Das kann ich nicht beurteilen, aber für die Kinder, die ich kenne, ist es wichtig, dass sie Kontakt mit anderen lebendigen Kindern haben. Natürlich wäre es mir lieber, wenn wir die Welle schon hinter uns hätten. Und das sehe ich im Vordergrund. Ganz ehrlich, Herr Lauterbach, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das glauben soll. Diese ganzen Wellen, die haben aus Ihnen, wie Julian Reichelt schrieb, aus einem vergessenen Hinterbänkler den beliebtesten Politiker Deutschlands gemacht, was für mich ein Rätsel ist. Ich glaube immer noch nicht richtig daran. Und
Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie wirklich froh wären, wenn das Ganze vorbei wäre und Sie plötzlich wieder auf die Hinterbank zurück müssten. Das, was wir hier gerade besprochen haben, dass wir die Welle flach halten und also kontrollieren, führt auch dazu, dass wir möglichst schnell durch die Welle durchkommen. Das ist das, was wir für die Kinder tun können. Auch das kann ich nicht nachvollziehen. Entweder man hält flach und dann dauert die Welle länger oder man lässt die Welle laufen, wie das Großbritannien zum Beispiel gemacht hat, und dann läuft sie schneller. Warum das bei Herrn Lauterbach umgekehrt ist, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich muss das anders ausdrücken. Meine Position ist die, also zunächst einmal die Schulpolitik ist ja weitestgehend Landespolitik. Wir helfen da, indem wir zum Beispiel Informationen geben. Wir geben zum Beispiel Informationen, bei wie viel Prozent, also gibt es zum Beispiel auch Long-Covid bei Kindern, bei wie viel Prozent kommt das, was wären Symptome? Das sind Fragen, wo wir helfen. Beziehungsweise nach Ansicht von Kritikern, wo wir Panik schüren. Also nicht wir, sondern Herr Lauterbach und sein Ministerium. Bei der eigentlichen also Regelung, wie der Unterricht dann stattzufinden hat, da sind die Länder ja autonom. Aber was wir tun, wir begrenzen die Welle in der Gänze. Denn je besser wir die Welle in der Gänze begrenzen, desto schneller und besser kommen wir auch für die Kinder durch. Karl Lauterbach, der Wellenbezwinger, der Mensch, der das Virus stoppt. Und ich habe ja auch hier schon oft vorgetragen, dass es also Studien gibt, die zeigt, was einen Unterschied machen würde. Also, dass wir eben, dass die Kinder konsequent Masken tragen. Nur komisch, dass es in Großbritannien auch anders geht. Haben die Briten einen anderen Virus oder sind die Schulkinder dort anders konstituiert? Fragen über Fragen. Haben die Gesundheitsämter einen Ermessensspielraum beim Umgang mit impfunwilligen Pflegekräften? Und wenn ja, wovon hängt er ab? Also es ist ja bekannt, dass ich, was die, also... Bitte, was ist nun bekannt? Was die Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht angeht, dass ich da also keinen Verhandlungsspielraum sehe. Das Gesetz gilt und ist umzusetzen. Egal, dann haben wir eben keine Pfleger mehr, dann kann sich in manchen Krankenhäusern niemand mehr um die Kranken kümmern oder zu wenige Leute. Aber das Gesetz gilt und ich setze das durch und das mache ich bis zum Umfallen. Das ist offenbar das Motto von Herrn Lauterbach, auch wenn medizinische Gründe dafür nicht ersichtlich sind. Und wir müssen tatsächlich, ich hatte es ja auch eben schon ausgeführt, diese besonders vulnerablen Menschen müssen wir schützen. Von daher ist die Impfpflicht dort Gesetz, Recht. Und kann nicht ausgesetzt werden. Ja, und was spielen die Fakten dabei für eine Rolle? Wir sehen jetzt alle, dass auch geimpfte Menschen sich anstecken, dass auch geimpfte Menschen das Virus übertragen. Aber das scheint dem Minister völlig egal, wenn es um Ideologie geht und darum, den eigenen Kurs eisern durchzusetzen. Und dazu fehlt übrigens auch jede, dazu fehlt auch jede gesetzgeberische Grundlage, beispielsweise für die öffentlichen Gesundheitsdienste in einzelnen Bereichen und so weiter. Da kommt er aber ganz schön ins Stottern, der Herr Professor. Ja, natürlich, denn die gesetzliche Grundlage, die kann man ja sehr schnell ändern. Die Gesetze werden heute im Schnelldurchlauf geändert und hier plötzlich wird dann so getan, als ginge das nicht. Faszinierend. Dann machen wir im Saal weiter, Herr Mohammed. Nader Mohammed, Berliner Kriminalitätszeitung. Herr Lauterbach, finden Sie die Bestrafung für Vorbereitung der Herstellung von unrichtigen Impfausweisen genug? Also vorgestern gab es Gerichtsurteil von Amtsgericht Landstuhl. Dort war 3 Monate zur Bewährung ausgesetzt. Und zu Ihren Informationen, 2/3 der Gerichtsverfahren werden ausgestellt im Allgemeinen und 1/3 bleibt und danach kommt die Bewährung. Das liegt daran, dass alles lief und gemäß § 275 Strafgesetzbuch. Aber wäre das unter § 267 richtige Urkundenfälschung, dann könnte die Strafe stärker, also nicht so milde Strafe. Ja, wie wäre es denn damit, wenn man vielleicht gleich erschießen würde? Das wäre doch eine angemessene Strafe, oder? Ja, vielen Dank. Zunächst, also ich betreibe keine Bewertung und auch keine Kritik der Gerichte. Seit wann das? Die also Gerichte treffen ihr Urteil. Das mal gefällt mir ein Urteil, mal gefällt es mir nicht. Aber ich möchte als Minister hier nicht eintreten in eine also Gerichtsbewertung. Und somit ist das, also muss ich zum ersten Teil Ihrer Frage muss ich schweigen.
Bin ich zu streng? Lege ich falsche Maßstäbe an? Oder ist es so, dass man den Eindruck hat, der Minister kann kaum noch einen zusammenhängenden, klaren Satz formulieren und verheddert sich hier ständig in seinem Kampf gegen die deutsche Sprache? Sind da die Nerven am Ende? Oder war das immer so? Ich weiß es nicht. Der zweite Teil ist aber ein Teil, der für mich bedeutsam ist. Also für mich sind medizinisch und auch also politisch aus diesen beiden Dimensionen sind für mich also Fälschungsdelikte bei Impfausweisen, bei genesenen Ausweisen kein Kavaliersdelikt. Stellen Sie sich einmal vor 2 Jahren hätte Ihnen jemand von einer Fälschung eines Impfausweises erzählt, da hätten Sie nur gelacht. Wie weit treibt man die Menschen, dass sie bereit sind, sich so etwas zu fälschen, weil sie so drangsaliert werden, weil sie so schikaniert werden ohne dieses Impfen, dass sie so verzweifelt sind? Dennis, aber dann würde ich wirklich bitten, eine kurze Nachfrage zu stellen. Also wir haben einander vorbeigeredet. Ich habe nie gesagt... Diesen Eindruck habe ich des Öfteren. Herr Lauterbach, ich wollte Sie mal fragen, welchen Eindruck hinterlässt Ihrer Einschätzung nach die Debatte der letzten Tage, auch die Bundestagsdebatte bei Leuten, die überlegen, ob sie sich impfen lassen sollen oder nicht? Also die Orientierungsdebatte. Ich fand die Debatte inhaltlich hochwertig. Entweder haben wir unterschiedliche Debatten gesehen oder wir haben ganz unterschiedliche Auffassungen von inhaltlicher Hochwertigkeit. Und es war eine völlig freie Debatte. Sie war nicht polemisch, also sie war also offen und war daher genau die Debatte, die wir führen müssen. Ich habe selten eine so schlechte Debatte gesehen. In meinen Augen war sie eine Schande für ein Parlament, bis auf einige Ausnahmen, das muss man dazu sagen. Es gab Abgeordnete, die durchaus gut geredet haben von den unterschiedlichsten Parteien, aber insgesamt hatte das Niveau eines Kindergartens, so mein Eindruck. Ich glaube nicht, dass diese Debatte also jetzt großen Einfluss also auf die Frage hat, also lasse ich mich impfen oder nicht. Da bin ich ausnahmsweise mal einverstanden mit dem Herrn Minister. Denn es war ja also selbst bei denjenigen, die die Impfpflicht ablehnen, immer wieder zu hören, dass sie sich selbst haben impfen lassen. Das ist doch die natürlichste Sache der Welt, Herr Lauterbach. Und dass Sie da ständig einen Widerspruch reinkonstruieren, das versteht in Wirklichkeit kein vernünftiger Mensch. Denn man kann ja durchaus sich selbst impfen lassen und dagegen sein, dass man andere dazu zwingt. Genauso wie man umgekehrt sagt, ich lasse mich selber nicht impfen, aber ich respektiere jeden, der sich impfen lässt. Dass so etwas offenbar als Widerspruch aufgefasst wird vom Minister, lässt tief blicken. Mal Fragen zu dem genesenen Status und der Verkürzung. Herr Wieler, haben Sie die Verkürzung eigenmächtig entschieden, ohne den Gesundheitsminister ins Bild zu setzen oder wie lief diese Entscheidung ab oder haben Sie Herrn Lauterbach informiert? Da war auch kein Dissens zwischen dem RKI und unserem Haus und ich habe da auch keine also Einwände, somit also ist das die richtige Entscheidung und auch um das vorwegzunehmen, also für diese Entscheidung setzen wir uns auch auf europäischer Ebene ein, denn es ist ja bekannt, dass auf europäischer Ebene noch immer die 6 Monate gelten. Wir setzen uns auch auf der Ebene dafür ein, dass es 3 Monate sind. Zum einen ist das erstaunlich, weil man offenbar alle anderen für Geisterfahrer hält, alle anderen fast 30 EU-Staaten Geisterfahrer, nur Deutschland weiß es richtig. Und es ist noch erstaunlicher, weil Deutschland diesen 6 Monaten zugestimmt hat bei der EU. Also offenbar weiß die linke Hand der Regierung hier nicht, was die rechte Hand tut. Aber ich war in die Frage, wann wird denn der Genesenenstatus also verändert, war ich nicht einbezogen. Das heißt, das wusste ich nicht. Warum sollte sich auch der Minister in so eine Frage einmischen? Es ist natürlich so, dass alle diejenigen, die nur genesen sind, also dass diese Immunität eben nicht so belastbar ist wie eine Immunität, die durch eine Immunisierung hervorgerufen wird. Und erstaunlich, weil es gibt Experten, die haargenau das Gegenteil sagen, dass die natürliche Immunität weitaus wirksamer sei. Zunächst muss ich mal darauf hinweisen, dass ich in der Bevölkerung, also jetzt in breiten Teilen der Bevölkerung, diesen Sturm der Entrüstung überhaupt nicht wahrgenommen habe. Kam Herr Lauterbach einmal der Gedanke, dass er sich vielleicht mit den breiten Teilen der Bevölkerung eher austauscht, die hinter ihm stehen und weniger mit den Kritikern? Denn diejenigen, also die genesen sind, die sind sehr häufig auch bereits geimpft und sind daher von ganz anderen Regeln betroffen. Das ist ja nur die kleine Gruppe derer, die genesen sind und die sonst noch nie vorher genesen sind und auch nie geimpft worden sind. Das ist eine kleine Gruppe, Herr Minister, das sind Millionen Bürger dieses Landes, Einwohner dieses Landes und für die haben Sie als Minister Verantwortung und da können Sie sich einfach sagen, ach ja, das ist ja so eine kleine Gruppe da.
unfassbar. Mit dieser Gruppe habe ich in der Tat jeden Tag Probleme. Aber die Probleme orientieren sich nicht an der Dauer des genesenen Status, sondern das sind zum Teil Leute, die sagen, Covid gibt es gar nicht. Auch das ist in meinen Augen eine Diffamierung. Ich habe so gut wie noch niemanden erlebt, der sagte, Covid gibt es gar nicht. Diese Leute sind in der Mehrzahl der Fälle einfach nicht einverstanden mit den Maßnahmen, die Sie, Herr Lauterbach, hier in dieser Härte wie kaum ein anderes europäisches Land durchziehen. Und dass Sie hier auch noch von Ihnen diffamiert werden, das ist ein starkes Stück. Oder also die Impfung schadet mehr, als dass sie nutzt und so weiter und so fort. Bringen Sie in Erinnerung, dass die allermeisten, die Genesene sind, mittlerweile entweder schon mal genesen sind oder auch schon geimpft sind, und dann spielt das ja gar keine Rolle. Die Freiheit von Millionen Menschen, und es werden noch mehr werden, dadurch, dass Omikron ja so ansteckend ist, die spielt überhaupt keine Rolle. Das sagt hier der Bundesgesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland. Wie könnte man das Grundgesetz noch massiver mit den Füßen treten? Es ist etwas, was einen wirklich fassungslos macht, was sich dieser Mann erlaubt. Sehr traurig auch, dass der Minister für diese unfassbare Aussage von den Kollegen nicht zur Rede gestellt wird. Birte Sönnigsen, ARD Hauptstadtstudio, fragt auch Sie, Herrn Minister. Sie haben immer wieder auf Long-Covid-Risiken hingewiesen und gewarnt, wollten deswegen die Gesamtzahlen möglichst gering halten. Gilt das jetzt unter Omikron nicht mehr? Geht es jetzt wirklich in Anführungsstrichen nur noch darum, Ältere zu schützen, fragt sie. Kann mir bitte jemand diese Frage erklären, was hat Long-Covid damit zu tun, wann man sich ansteckt? Wenn man sich einen Monat später ansteckt, hat man dann weniger Gefahr für Long-Covid? Viele Experten sagen ja ohnehin, dass das maßlos übertrieben wird. Aber nochmal, Zeitpunkt der Ansteckung und Long-Covid oder nicht, diese Verbindung, die hier in der Frage gemacht wird, die erschließt sich mir nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob der Minister das aufklärt. Nein, Long-Covid ist weiterhin ein Problem. Wir wissen, dass also Long-Covid weniger schwer verläuft für diejenigen, die sich infizieren, aber vorher geimpft waren. Das wussten wir sehr lange Zeit nicht. Das war also kein klares Ergebnis gewesen. Aber wir wissen jetzt, also, dass diejenigen, die erkranken und geimpft sind, also ein deutlich reduziertes Long-Covid-Risiko haben. So ein Zufall aber auch. Und somit ist es so, dass wir bei den Jüngeren weiterhin Long-Covid-Probleme haben. Aber wir haben natürlich einen großen Teil von Geimpften mittlerweile. Das hilft hier auf der Strecke. Dann hören wir Sie Professor Willer, es betrifft diejenigen, die den Impfstoff Johnson & Johnson bekommen haben. Was haben die falsch gemacht? Wir haben diesbezüglich gar nichts falsch gemacht, sondern das nennt sich, die Wissenschaft schreitet fort. So geht es immer weiter. Wir lernen dazu, die Wissenschaft schreitet fort. Wir also haben der Erkenntnisstand, als der Impfstoff damals eingesetzt wurde, war der, dass eine Impfung wie zwei Impfungen, also mit anderen Impfstoffen wirkt. Ich habe den Impfstoff selbst als Impfarzt sehr viel eingesetzt. Und die neue Studienlage zeigt, das ist nicht haltbar. Und wenn das nicht haltbar ist, dann müssen wir halt, der Wissenschaft folgend, müssen wir dann, wie ich eben auch schon sagte, der Wahrheit folgend, müssen wir dann die Regeln ändern. Wir können ja jetzt nicht hingehen und sagen, naja, eigentlich wirkt der Impfstoff nicht so stark, als dass wir sagen können, jemand, der damit geimpft war und noch eine andere Impfung, der gilt als geboostert, eigentlich wirkt er nicht so stark. Aber wir bleiben trotzdem dabei, weil das politisch bequemer ist. Nein, nicht weil es politisch bequemer ist, Herr Lauterbach, sondern weil es eine Zusage gab und weil wir so etwas wie Eigenverantwortung haben und weil der Geimpfte dann selber entscheiden könnte, ob er dieses gesundheitliche Risiko, von dem Sie sprechen, möchte oder nicht, weil er aber deswegen nicht vom gesellschaftlichen Leben wieder ausgeschlossen werden müsste. Also wie hier die Begriffe vermengt werden, wie hier Hütchenspielerei betrieben wird, ist einfach nur noch phänomenal. So kann man nicht arbeiten und so bin ich ehrlich gesagt auch nicht gewillt zu arbeiten. Ja, nicht gewillt so zu arbeiten, wie es in einer freiheitlichen Demokratie mit mündigen Bürgern und Rechtsstaat notwendig wäre. Das sehen wir fast täglich, Herr Lauterbach, dass Sie dazu nicht gewillt sind. Das war es für heute. Es war ein hartes Stück Arbeiten, aber nach über 500.000 Aufrufe meines letzten Dechiffriert-Videos zu Lauterbach habe ich es mir noch einmal angetan für Sie. Tausend Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, lassen Sie ein Like da, unterstützen Sie. Die Arbeit geht nur mit Ihrer Unterstützung. Alles Gute, danke. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster.